Hallo, schön, dass du bei diesem Video wieder mit dabei bist. Ich bin Yvonne und willkommen bei Himbeere liest. Heute soll es um meinen Lesemonat August gehen. Ich zeige dir also alle Bücher, die ich im Monat August gelesen habe. Alle von Bukopoli aus der August Traveler Tale Challenge und vielleicht waren ja noch so ein paar weitere dabei. Insgesamt habe ich 11 Bücher gelesen, mit zusammengerechnet 4671 Seiten. Ja, das ist ganz in Ordnung, würde ich sagen. Klar, das kommt natürlich nicht an den Juli dran, aber da hatte ich ja auch Urlaub, war quasi tiefenentspannt und dann ging das sehr viel besser. Die 11 Bücher bestehen aus 8 haptischen Büchern, 2 Hörbüchern und einem E-Book. Und damit würde ich sagen, starten wir auch gleich. Ich habe einige Bücherrezensionen schon etwas eher aufgenommen, einfach damit ich mich noch viel klarer daran erinnern konnte, was der Inhalt ist und ich das viel besser wiedergeben konnte. Und deswegen würde ich erstmal sagen, wir schauen, wie mir so die ersten Bücher gefallen haben. Ein Buch, was ich mir mit Bukopoli erwürfelt habe und das ich als erstes gelesen habe, dann auch im August, ist Verführung von Tanja Kinkel. Tanja Kinkel gehört ja zu meinen absoluten Lieblingsautorinnen. Sie schreibt wunderbare historische Romane und sie schafft es wirklich, reelle Personen in ihre Geschichten mit einzuweben, sodass man immer noch irgendwie etwas dabei lernt. Das gefällt mir total gut. In dem Buch geht es um Casanova und das ist eine Person natürlich, die man kennt, die man ja auch immer wieder so im Sprachgebrauch mit einflechtet, aber so wirklich etwas von dieser Person wissen, wusste ich bisher nicht. Casanova ist hierbei nur eine Nebenfigur. Wir erleben die ganze Geschichte aus Sicht von Anjola Kaluri. Sie wächst in bescheidenen Verhältnissen auf. Als dann noch ihr Vater stirbt, weiß ihre Mutter sich nicht weiter zu helfen und vermietet Zimmer der Wohnung unter an Reisende zum Beispiel. Unter anderem an den Kastraten Appianino. Kastraten sind damals sowas wie Rockstars gewesen. Also wirklich berühmte Persönlichkeiten, die in mehreren Ländern bekannt waren und um die sich so manche Geheimnisse woben. Anjola war total fasziniert von ihm, von seinem Gehabe, von seinem Wesen, von seiner Arroganz, aber auch von seiner Stimme. Und sie wollte unbedingt so singen können wie er, was für Frauen damals in den meisten Ländern Europas allerdings nicht möglich war. Trotzdem hat auch Abbianino schnell an Anjola Gefallen gefunden. Eine ganz eigenartige Beziehung ist da zustande gekommen. Natürlich auch ein bisschen Leidenschaft, aber ich glaube, Abbianino hat an Anjola einfach toll gefunden, dass sie als so naives, junges Mädchen so ganz unbefangen an ihn herangegangen ist und nicht, wie das sonst üblich war in den höheren Kreisen, einfach mal mit einem Kastraten schlafen zu wollen, zu sehen, ob das noch alles so funktioniert oder nicht. Weil genau von solchen Dingen spricht Appianino auch immer wieder. Vornehme Herren und reiche Töchter, die ihm einfach so unverhohlen in den Schritt fassen. Ja, darunter leidet er schon sehr. Anjolas Stimme bildet sich nach und nach aus. Er bleibt dann doch länger als erwartet bei dieser Familie Kalori, bis es Zeit für den Abschied ist und Anjola beschließt, mit ihm zu gehen. Was natürlich als Frau an sich nicht möglich ist. Darum bedienen sie sich einer Verkleidung. Aus Anjola Kalori wird der Kastrat Bellino. Und als derselbige kehrt er quasi zurück in seine Familie, die ihn schon seit Jahren nicht mehr gesehen haben. Und weshalb die Geschwister auch die Veränderung des Bruders gar nicht bemerken. Mama Lanti nimmt Anjola, naja, verkleidet als Bellino ganz herzlich bei sich auf. Natürlich wird sie dafür auch vergütet, aber sie ist einfach Teil der ganzen Familie und darf weiterhin zu Gesangsstunden gehen. Wie gesagt, das wäre ihr als Frau in den Jahren nicht möglich gewesen. Das ist eigentlich so die ganze Vorgeschichte. Naja, und als Bellino verkleidet, trifft sie eben auf Casanova, der ebenfalls verkleidet ist als ein Apate. Und ich muss sagen, natürlich hören wir einiges von Casanovas Frauenbekanntschaften und es ist auch hier und da ein bisschen spicy, allerdings nicht zu viel, gerade richtig, würde ich sagen. Und es ist auch nicht in dem hohen Maße die Frauenbekanntschaften, wie man sich das so vorstellt oder was der Name für mich auf jeden Fall heute bedeutet, wenn ihn jemand verwendet. Also wenn man so sagt, ach, der ist wie ein Casanova oder das ist Casanova oder so ähnlich, dann habe ich auf jeden Fall ein ganz anderes Bild vor Augen. So viele Frauengeschichten kommen auf jeden Fall in dem Buch hier gar nicht vor. Ganz im Gegenteil, denn Casanova
verliebt sich irgendwie in Bellino, was ja bei ihr eigentlich ein Mann ist. Jedoch er sagt von sich selber, er verliebt sich nur in Frauen, deswegen weiß er, dass das eine Frau ist, die verkleidet ist als Kastraten. Naja, und daraus spinnt sich natürlich so ein ganz eigenes Schicksal, das kannst du dir vorstellen. Mir hat das Buch richtig gut gefallen. Es war ein bisschen schwierig mit den ganzen Namen. Du hast es gerade schon gemerkt, es sind sehr viele Namen, die sich auch verändern im Laufe der Geschichte. Und das muss man erstmal alles so auseinanderklamüseln, erstmal so hinbekommen. Aber ich habe wirklich noch kein Buch gelesen, bei dem es um Kastraten ging. Also ich habe schon mal, ich habe das Phantom gelesen, was ja die Vorgeschichte vom Phantom der Oper ist. Also da bin ich schon mal in solche Kreise eingetaucht, was total spannend ist. Aber so ein Buch über Kastraten und deren Schicksal, was die so durchmachen, wie so die Entstehungsgeschichte ist, was das für die Familien bedeutet, da hatte ich bisher noch überhaupt keinen Einblick. Und das hat dieses Buch wirklich wunderbar hinbekommen. Tanja Kinkel hat es wirklich gut geschafft, das Ganze perfekt zusammenzufassen, noch eine Liebesgeschichte drumherum zu spinnen. Und ja, ein tolles Buch, wenn man sich für diese Zeit 18. Jahrhundert interessiert und eben speziell für solche Schicksale der Kastraten. Weil ganz ehrlich, mit Casanova hatte das irgendwie wenig zu tun, für mich auf jeden Fall. Dann mal ein ganz anderes Buch, Sonne und Beton von Felix Lobrecht. Das habe ich wirklich verschlungen. Das Buch hat mich wirklich sehr gerührt. Auch wenn das vielleicht eine Äußerung ist, die der Autor so überhaupt nicht erwartet hat. Ich konnte einfach so mitfiebern und habe mich so oft an meine eigene Jugend zurückerinnert. Also ich habe manchmal das Buch zugeklappt und überlegt, Mensch, wie war das denn bei dir? Da kommen Gedankenfetzen, da kommen Erinnerungen nach oben. Wie war das denn bei dir? Obwohl, ich muss sagen, der Autor ist 10 Jahre jünger als ich und diese ganze Geschichte spielt in Berlin und ich bin in sowas von gar keiner Großstadt aufgewachsen. Ich glaube, zur damaligen Zeit habe ich in der Nähe von der kleinsten Großstadt Deutschlands gewohnt, wenn man so will. Trotzdem, es gab so viele Parallelen. In dem Buch geht es um Lukas und seine Freunde Sanchez und Julius, die halt eben in Berlin aufwachsen, zwischen den Hochhäusern und die kein einfaches Leben dort haben. Die Eltern sind oft zu Hause und wissen nichts mit sich anzufangen, gehen kleinen Jobs hier und danach, um irgendwie sich über Wasser zu halten. In der Schule herrscht auch oft Ausnahmezustand. Eigentlich genau das, wie man sich das Leben in solchen Hochhausvierteln irgendwie vorstellt, wird hier beschrieben. Das Buch hat keine wirkliche Geschichte. Also es ist keine wirkliche Story, die irgendwann anfängt und irgendwann aufhört, sondern es ist einfach nur ein Ausschnitt aus Lukas Leben. Wir starten einfach mittendrin, begleiten ihn halt, wie gesagt, durch seinen Alltag, durch seinen Nachmittag, durch seinen Schulalltag und enden dann auch mittendrin, weil die eigentliche Geschichte würde gewiss noch weitergehen und man würde auf so ein Ende warten. Also nicht mal das Happy End, aber man würde auf irgendein Ende warten. Aber eigentlich bricht es wirklich vorher ab, weil das einfach jetzt dann zu Ende erzählt ist. Genau das hat mir so richtig gut gefallen. Weil so ist das Leben ja wirklich auch. Es ist ja nicht so, dass wir wöchentlich Geschichten erleben, die man zu Ende erzählt, sondern da fließen ja mehrere Dinge immer mit ein. So ist das hier auch. Also wenn man eine Story hervorheben möchte, dann ist es die, dass die Jungs versuchen, an Geld zu kommen. Und das gelingt ihnen irgendwie auch. Aber es prasseln halt zwischendurch so viele andere Sachen dazwischen. Alltag eben, andere Dinge eben, weil woanders passieren ja auch Sachen, dass die Geschichte halt nicht so im Vordergrund steht. Ich hoffe, du hast verstanden, wie ich das meine. Ich denke, das Buch gefällt nicht so jedem. Es sind zwar sehr zackige Dialoge, allerdings ist auch sehr viel, wie manche sagen würden, vielleicht so Ghetto-Sprache drin verarbeitet. Also die Dialoge beinhalten einfach auch sehr viel Jugendsprache aus der damaligen Zeit. Es geht um Drogen, es geht um Alkohol und auch das muss man wirklich abkönnen und lesen wollen. Aber wie gesagt, ich fand's super. Ich habe mich so oft zurückversetzt gefühlt an meine Jugend, weil gerade auch diese aussichtslosen Situationen, die beschrieben werden, wo sie so reingeraten und nichts dafür können, das kenne ich einfach nur so gut. Und vorgestern, mega witzig, habe ich seit Ewigkeiten mal wieder Amazon Prime TV angemacht. Im Moment sind wir sehr viel bei Disney Plus unterwegs gewesen. Und da wurde mir der Film vorgeschlagen. Es ist also im letzten Jahr verfilmt worden und kann man jetzt schon bei Amazon Prime halt kaufen. Wir haben uns den Trailer angeguckt und es war genau so. Also das wäre vielleicht eine Empfehlung von mir. Vielleicht schaust du dir den Trailer an, bevor du dir das Buch kaufst, weil genau
so, wie es in dem Film zu sehen ist, so ist das Buch eben auch geschrieben. Also das ist wirklich sehr, sehr nah am Buch dran. Die Dialoge, die Wortwahl, es ist auch die Szene in der Schule zu sehen. Vielleicht ist das nochmal so eine Idee. Ja, also ich mochte es sehr gerne und ich warte, bis der Film umsonst bei Netflix oder so auftaucht, denn da bin ich auch echt gespannt drauf. Ja, ein tolles Buch und ich denke, das ist auch so ein Buch, was ich irgendwann mal, vielleicht so in 10 Jahren, rereaden möchte, um dann zu gucken, ob immer noch diese gleichen Gefühle hochkommen und diese Erinnerungsfetzen und die Gesichter aus meiner Jugend eben. Dann habe ich noch den 2. Band von Jolie Kaplan gelesen. Das ist ja diese Buchreihe mit diesen ganzen kleinen Geschäften in anderen Ländern, in anderen Städten. Ich weiß gar nicht, ob die Buchreihe auch einen extra Namen hat. Falls du es weißt, schreib mir das gerne mal in die Kommentare. Hier ist es das Buch Die kleine Bäckerei in Brooklyn. Und schon im 1. Band, das kleine Café in Kopenhagen, lernen wir als Nebenfigur Sophie kennen und sie ist eben die Hauptprotagonistin in diesem Buch hier. Sophie ist Food-Journalistin und nachdem sie ihre jetzige Beziehung beendet hat, trudelt quasi zeitgleich ein Jobangebot aus New York bei ihr ein. Um sich abzulenken und Abstand zu gewinnen, nimmt sie dieses Jobangebot eben an. Und ihr Apartment, das sie anmietet, ist eben über einer kleinen, süßen Bäckerei. Und der ganze Hausflur riecht schon immer nach dem frisch gebackenen. Naja, und auch die Eigentümerin des Lokals wird sehr schnell eine ihrer besten Freundinnen. Und sie hilft dort sogar aus. Und dann gibt es ja noch den Cousin der Bäckereiinhaberin, Todd. Und das ist so eine ganz typische Love-Story, würde ich jetzt mal sagen. Er ist sehr von sich überzeugt, aber nun mal absolut kein Beziehungsmensch und sie glaubt, sie könnte ihn halt ändern. Das ist so eine ganz typische Story halt irgendwie, ne? Vielleicht war es auch genau das, was mich jetzt so zynisch reden lässt, was mich halt so ein bisschen gestört hat. Also ich fand das an sich ganz gut. Ich mochte das erste Buch ja richtig gerne. Das hatte für mich einfach alles. Das war einfach perfekt von der Beschreibung her, von Kopenhagen, von diesem Café mit dem Zimtschnecken und dem Kaffee und dann noch die Liebesgeschichte. Das war irgendwie perfekt. Hier war alles okay. Also es kam nicht für mich an den ersten Teil ran, aber es war in Ordnung. Die Bäckerei war wirklich schön und auch die Szenen aus der Bäckerei schön beschrieben. Nicht ganz so intensiv wie beim ersten Mal. Und auch von Brooklyn bekommen wir einiges mit, aber auch nicht so viel wie aus Kopenhagen im ersten Band. Naja, und dann die Liebesgeschichte war halt irgendwie nicht ganz so meins. Aber das ist ja auch eine reine Geschmackssache. Trotzdem gebe ich bei dieser Buchreihe nicht auf. Ich habe ja noch so einige davon im Regal stehen und ich bin neugierig, wie es weitergeht. Es ist halt so ein bisschen so eine seichte Kost, ne? Also das kann man gut mal zwischendurch lesen. Da braucht man nicht viel mitdenken. Das kann man so weglesen. Das ist so eine cozy Lektüre einfach, ne? Ja. Aber wie gesagt, der erste Band hat mir besser gefallen. Der Seele weißes Blut von Sabine Kleve, erschienen im Goldmann Verlag, habe ich auch im Juli beenden können. Drauf steht, es ist ein Thriller. Ich fand es mehr einen guten Kriminalroman. Es hatte wenig Schauriges für mich. Und ich finde, beim Thriller muss man ja so ein bisschen so ein Schauder zwischendurch haben, oder? Wie siehst du das? Schreib mir das doch mal gerne in die Kommentare. Lydia Lewis und natürlich ihr Team, die zu Anfang, das ist der erste Band einer ganzen Reihe, erstmal vorgestellt werden und dann wird eine Leiche gefunden im Wald, eine Frauenleiche, die bis zur Hälfte vergraben ist und anscheinend gesteinigt wurde. Die Vorgesetzten von Kommissarin Lewis sind sich ziemlich schnell einig, dass es sich um einen Ehrenmord handeln müsse, zumal die Frau ja auch schwarze Haare hat und wenn man ihrem Bruder finden würde, dann wäre er bestimmt verantwortlich für dieses Szenario. Als aber die nächste Frauenleiche auftaucht und blonde Haare hat, ist klar, da kann irgendwas nicht so stimmen und die Ermittlungen nehmen nochmal Fahrt auf. Die Ermittlungsarbeit in diesem Buch hat mir gut gefallen. Auch die Hauptprotagonisten, also alles, was sich so um die Kommissare dreht, hat mir gut gefallen. Einzig und allein das Ende fand ich sehr eigenartig. Es gab keine Möglichkeit, irgendwie so mitzufiebern. Das Ende kam überraschend, ganz anders als erwartet. Und es gab auch keinerlei Hinweise, auf welches Ende das Ganze hinauslaufen würde. Also quasi, wer der Täter ist. Ich mag gerne bei solchen Sachen auch miträtseln, mitüberlegen und vielleicht hier und da so ein bisschen was eingestreut bekommen, damit ich eben auch zu dem richtigen Ergebnis kommen kann. Das fehlte hier leider total. Also wie gesagt, im letzten Viertel ändert sich einfach so viel und da ist es einfach nicht möglich, auf das Ende zu kommen. Und es ist auch ein wenig eigenartig. Also ohne dem Ende hätte mir das Buch richtig gut gefallen.
gefallen. So ist es so ein kleiner Absturz gewesen. Sehr schade eigentlich. Ja, und dann habe ich ein ganz tolles Buch gelesen. Bissle Spätzle Habibi von Abla Alui. Oh Mann, das hat so viel Spaß gemacht. Eine so schöne Geschichte, aber damit hatte ich auch eigentlich gerechnet. Der Klappentext verrät nur so viel, dass es hier um die 30-jährige Amaya geht, die immer noch Single ist. Ihre jüngeren Geschwister sind bereits verlobt bzw. verheiratet und die Eltern sind marokkanisch und sehr entsetzt darüber, dass Amaya so einen ganz anderen Weg einschlägt. Und natürlich versucht die Mama immer wieder hier und da zu vermitteln und einen passenden Bräutigam für sie aufzutreiben. Auch verrät der Klappentext noch, dass Amaya ein Date hat mit Ismael und das ganz nett findet, den Ismael auch ganz toll findet. Aber als sie dessen Freund kennenlernt, ist es um sie geschehen und sie verliebt sich total und er anscheinend auch in sie. Das alles weiß man schon, wenn man den Klappentext gelesen hat. Jetzt könnte man meinen, okay, was kann denn da noch so kommen? Aber es ist einfach so toll zu lesen. Also der Klappentext reicht, glaube ich, fast bis zur Mitte des Buches. Also alles, was hinten drauf steht, ist schon ein großer Teil der Geschichte. Aber es ist gar nicht schlimm, das spoilert natürlich, aber man kennt ja Liebesromane, man weiß ja ungefähr, wie das Ganze so ausgeht. Es ist ja auch keine Überraschung. Von daher ist dieses ganze Geschriebene wunderschön. Die Eltern zu Hause von Amaya sprechen Deutsch, wohl auch gutes Deutsch. Trotzdem mischen sich in dem Buch auch immer wieder so kleine arabische, vielleicht Redewendungen, Sprichwörter, Ausrufe rein, die einfach so schön sind und das Ganze einfach so lebendig werden lassen. Als sie dann wirklich mit ihrem Daniel ins Schwabenländle fährt, und das ist ja auch kein Geheimnis, denn das ist ja der Titel des Buches, habe ich das Hörbuch angemacht. Und als dann der Vater von Daniel angefangen ist, Schwäbisch zu sprechen, dachte ich mir, nee, also das will ich unbedingt hören, das will ich nicht nur lesen. Und da bin ich dann umgeswitcht aufs Hörbuch und das war goldrichtig. Es hat einfach so viel Spaß gemacht. Ich habe mir hier ein paar Gags rausgeschrieben, so ein paar Witze, die ich total gut fand. Und es ist immer wieder die Rede von marokkanischen Keksen, von einem Keksgebäck mit Orangenblütenwasser. Die habe ich nachgebacken. Das Ganze war nämlich auch Teil einer Challenge, an der ich teilgenommen habe. Die August Travel Tales Challenge. Und da sollte man was backen oder kochen aus einem Buch, was man im August gelesen hat. Und da habe ich diese Kekse gebacken und die waren wirklich lecker. Dieses Wasser, dieses Orangenblütenwasser riecht nicht gut. Also das war erst ein bisschen Schock und es gehört ein bisschen Mut dazu, das dann wirklich in diesen Keksteig zu kippen. Aber sie schmeckten vorzüglich und die habe ich nicht zum letzten Mal gebacken. Zumal ich jetzt ein Viertelliter von diesem Wasser zu Hause habe. Das muss also auch verbraucht werden. Zurück zum Buch. Ich schweife ab. Ein wunderschönes Buch. Und ich glaube, manche werden ab der Mitte etwas Schwierigkeiten haben. Ich kann mir das vorstellen. Ich höre oft bei anderen YouTubern, die so sehr sympathisieren müssen mit der Protagonistin. Und wenn das nicht klappt, dass dann ein Buch schon fehlschlägt. Und ich glaube, man kann Amayas Beweggründe irgendwann vielleicht nicht mehr ganz nachvollziehen. Mir geht das oft so in Büchern, wo so kleine, naive Dummchen drin vorkommen, die halt die Hauptprotagonistinnen sind, die dann diese Liebesgeschichte rein prasseln oder die immer wieder an Vergangenes denken und sich nicht trauen, so zurückhaltend sind und nicht wissen, was sie wollen. Das ist ja alles hier nicht der Fall. Und alles, was Amaya hindert, ihren Weg weiterzugehen, hat wirklich gute Gründe. Also jeder der Personen, die in dem Buch beschrieben werden, handelt vielleicht nicht ganz so schlüssig auf den ersten Blick, aber es wird alles mega gut erklärt. Also alles ist total logisch und nachvollziehbar. Und das hat mir so richtig gut gefallen. Es ist nicht einfach nur irgendeine Eigenschaft, die so in den Raum geworfen wird oder einfach nur so eine Aussage, man traut sich nicht, man ist unsicher, man hat Angst vor den Folgen. Sondern nein, man hat schon Ähnliches erlebt und man weiß, worauf es hinausläuft und man will das nicht wiederholen. Und es gibt da wirklich Geschichten hinter, die erzählt werden und das hat mir super gut gefallen. Also ich hoffe sehr, dass es noch weitere Bücher von der Autorin gibt. Abla Alaoui, bitte, bitte, schreibt noch weiter. Ich bin mega gespannt auf das nächste Werk, weil das hier ist auf jeden Fall ein Highlight. Das nächste Buch ist auch ein Highlight, aber da erzähle ich dir gewiss nichts Neues, denn vielleicht hast du es auch schon gelesen. Die meisten haben es schon. Vergiss mal nicht, von Kerstin Gier. Das ist der erste Band, was man bei Licht nicht sehen kann. Ja. Also das wurde so Zeit, dass ich das lese. Mittlerweile habe ich auch den zweiten Band zu Hause und brenne schon drauf, den auch zu lesen. Eine so, so schöne Geschichte. Hier verrät der Klappentext
gar nicht so viel, wie ich finde. Also er ist lang genug auf jeden Fall, aber wenn man jetzt die Geschichte weiß, ist das ja nur so ein kleiner Umriss des Ganzen. Also hier steht ja wirklich nur drin, dass es um Quinn geht und der eines Nachts gruselige Wesen sieht, von denen er verfolgt wird und er nicht weiß, wem er sich anvertrauen soll, wem er das sagen soll. Aber die Nachbarstochter, die liest Fantasy-Romane und die ist so ein bisschen wirr und eigenartig und ihr vertraut er sich an. Das ist eigentlich alles, was hier steht. Hier steht auch noch, dass die beiden sich in ein magisches Abenteuer voller Gefahren katapultieren und er hätte nicht damit gerechnet, sich unsterblich zu verlieben. Okay, aber die Geschichte ist so viel mehr. Wahnsinn. Also Kerstin Gier kann schreiben, das ist einfach verrückt. Sie schafft es, eine Welt zu zaubern aus dem Nichts, aus dem Stegreif. Ich finde die Dialoge einfach so wunderbar. Gerade weil die Nachbarstochter Mathilda, oder wie Quinn sie immer nennt, Grübchenface, so eine Stille ist und so ganz viel mit sich selber ausmacht und gar nicht so viel redet, aber in ihrem Kopf einfach so viel stattfindet und das alles aufgeschrieben wird. Also ihre ganzen Gedankengänge sind aufgeschrieben und das Gegenüber hört das ja nicht, aber wir lesen das ja gerade und dann ist das Gegenüber immer ganz verwirrt, warum sagt das Mädel denn nichts? Bis sie dann irgendwie ganz anders antwortet als das, was wir gerade alles gelesen haben, was in ihrem Kopf vorgeht. Ach, herrlich, ich finde es total gut. Gibt es Steinstatuen und Bronzestatuen, die zum Leben erwachen? Alles mit so einem Witz dabei, mit so einem Charme dabei. Herrlich, also ich mochte total gerne. Auch Mathildas Familie ist einfach kennenlernenswert. Also das allein lohnt sich auch schon, das zu lesen. Ihre Cousine und ihr Cousin. Ach, ich habe so oft gelacht, ne? Also richtig gut. Ich mochte total gerne und naja, jetzt wird's halt spannend, ne? Das ist so ein bisschen so die ganze Vorgeschichte, würde ich mal sagen. Das Buch brauchte es wirklich, um an einen Punkt zu kommen, dieser ganze Fantasy-Teil so erklärt wurde. Also das Buch spielt auf jeden Fall in der reellen Welt, also nicht in einer Fantasy-Welt an sich, aber es gibt natürlich einen magischen Teil, einen magischen Raum zwischen den Welten, um das so ein bisschen anzuteasern. Und es braucht jetzt halt dieses Buch, um das Ganze zu erklären. Und ich denke, jetzt im nächsten Band wird es, wenn wir tiefer da einsteigen, noch mehr davon erfahren und ergründen können. Und ach, ich freue mich drauf. Richtig schön. Ein kleines überraschendes Highlight. Der Geschmack von Apfelkernen von Katharina Hagener. Im Vorfeld habe ich da wirklich jetzt so einige Rezensionen zugesehen. Manche haben es abgebrochen. Manche haben geschrieben, dass es eines der besten Bücher ist, die sie je gelesen haben und sie so viel daraus mitgenommen haben. Also, da ist ja wirklich alles dabei gewesen. Deswegen war ich so gespannt, wie ich das Buch finden werde. Und ich muss gestehen, die ersten, ich weiß gar nicht, 20, 30 Seiten war ich auch irritiert und wusste nicht, ob ich es wirklich weiterlesen sollte. Es ist keine Geschichte, die so spannend ist. Es ist keine Geschichte, die so Fahrt aufnimmt, wo man so unbedingt dranbleiben möchte. Und sie ist schwierig erzählt. Was mich schon am Anfang gestört hat, es gibt hier keine wörtliche Rede, die so erkennbar ist mit Anführungszeichen oder so, weil dieses ganze Buch quasi eine Erzählung ist. In dem Buch geht es um Iris. Sie erbt das Haus ihrer Großmutter. Und da geht schon das Erste los, dass wir ganz lange nicht wissen, dass sie Iris ist. Und man weiß auch ganz lange nicht, wer Bertha ist. Bertha ist ihre Großmutter, weil es werden immer nur die Vornamen verwendet und keine verwandtschaftlichen Beziehungen hergestellt. Und Iris erzählt quasi die ganze Geschichte von der Beerdigung ihrer Großmutter, von dem ersten Durchlaufen in dem Haus und erinnert sich dann immer wieder an ihre Kindheitstage. Also alles ist eine einzige Erzählung, warum es keine wörtliche Rede gibt, weil es keine direkte Rede gibt. Trotzdem unterhalten sich ja die Figuren in ihrer Erinnerung. Das ist immer mit so einem Spiegelstrich gekennzeichnet. Und das hat mich zu Anfang total irritiert, weil dann ja auch nicht da drin steht, sagte er der und der oder sagte sie und sie, sondern einfach nur der Spiegelstrich mit den Aussagen. Und dann sind so Dialoge einfach schwer zu verstehen, wenn man gar nicht genau weiß, wer spricht denn da jetzt gerade, bis wohin geht der Dialog. Also das war ungünstig von der Schreibweise erstmal schon. Das war so die Schreibweise, aber der Schreibstil, also wie malerisch, wie die Bilder erzeugt worden sind in dem Buch, das hat mir richtig gut gefallen.
Es ist kein Geheimnis, ich mag es total gerne, wenn Gärten ganz ausführlich beschrieben werden, wenn man so eintauchen kann, wenn Bilder erzeugt werden, und das kann dieses Buch einfach so, so sehr. Ich bin mit Iris zusammen definitiv durch dieses alte Haus gelaufen, habe jede Tür aufgemacht, geschaut, was ist dahinter, bin mit ihr zusammen in den Erinnerungen geschwelgt, aus ihrer Kindheit, aus den Erzählungen vom Badesee, vom Garten, von der Apfelwiese, den verschiedenen Apfelbäumen. Und wer welchen Apfel am liebsten gemocht hat, die kleinen Liebschaften, die entstanden sind, und die, die es auch nicht geschafft haben. Also es war wunderschön. Es hat mega viel Spaß gemacht. Die einzige Spannung, die sich aufgebaut hat und die so geblieben ist, ist wirklich die, ob sie ihr Erbe annimmt. Also ob sie dieses Haus wirklich annimmt als Erbe oder ob sie das Erbe ausschlägt. Das ist sie sich zu Anfang gar nicht sicher, und es kommt auch immer wieder neu die Frage auf, weil sie eigentlich nur Erinnerungen und manche auch nicht so schöne Erinnerungen mit diesem Ort, in dem das Haus steht, Bootshafen heißt der Ort, verbindet und sie nicht weiß, ob sie das beibehalten möchte, ob sie dem gewachsen ist. Das zieht sich so durch den roten Faden, und das war nachher spannend zu wissen, nimmt sie es an oder nimmt sie es halt eben nicht an. Ansonsten sind es wunderschöne Geschichten, die erzählt werden von Familie, Zuneigung, Freundschaft, Verlust, von Träumen und von Sehnsüchten und Schicksale quasi von drei Generationen. Also richtig schön. Ist was Schönes so zum Weglegen lesen. Ich habe das auch wirklich an einem Tag lesen können. Und ja, ich mochte es echt gerne. Und das ist auch ein Buch, was ich behalten werde und bestimmt in ein paar Jahren nochmal rereaden werde, um zu gucken, ob mich das immer noch so bewegt und ob mich dieser Schreibstil immer noch so stört. Weil das muss man echt können. Aber wirklich ein schönes Buch. Es lohnt sich, sich da durchzukämpfen. Dann mache ich weiter mit dem Buch Nachtsilber von Annalise Avery. Dies habe ich als E-Book gelesen. Ich habe ja keinen E-Book-Reader, weshalb ich das auf meinem Handy lese. Es ist ein bisschen umständlich, aber ich muss auch sagen, so langsam gewöhne ich mich dran. Ist aber eindeutig nicht meine favorisierte Art, Bücher zu lesen. Aber nun soll es erstmal um Nachtsilber gehen. Das scheint wohl der erste Band einer Reihe zu sein. Es ist ein Jugend-Fantasy-Roman und insgesamt hat er mir wirklich gut gefallen. Ich hätte mir hier und da ein bisschen mehr Tiefgang gewünscht, was ich so aus Fantasy-Romanen einfach gewöhnt bin. Die Geschichte so ein bisschen ausführlicher erzählt, nicht nur mit einem Satz irgendwas erklärt. Aber ich denke, das liegt daran, dass es sich ja um einen Fantasy-Roman handelt und die Autorin deswegen die Geschichte nicht so ganz ausführlich ausspinnen wollte. Aber die Story ist so gut, da hätte ich mir einfach ein bisschen mehr erwünscht. Aber worum geht es überhaupt? Wir befinden uns wirklich in einer ganz eigenen Fantasy-Welt und auch das Denken der Menschen, die da leben, ist etwas anders, als wir heute haben. Es gibt für jeden eine Vorherbestimmung, also eine Vorsehung, was er aus seinem Leben so machen soll, wie lange er leben wird und so weiter. Und er führt auch keinen Weg dran vorbei, das umzusetzen. Das ist eine Vorbestimmung, die ist dann so. Die Hauptprotagonistin ist Paisley. Ich glaube, sie ist so 16 Jahre alt, hat noch einen jüngeren Bruder und eine Mutter, die eine Art Forscherin ist und die eben nicht glauben will, dass es bei so einer Vorbestimmung bleiben muss. Die einfach versucht zu beweisen, dass es auch andere Wege gibt. Wir leben in einer Welt, die früher auch bestimmt worden ist von Drachen. Die haben sich aber wohl mittlerweile zurückgezogen. Während die Mutter an einem Experiment forscht, kommt es zu einem Unglück und sie verstirbt bzw. verschwindet. Aber ich will jetzt noch nicht zu viel spoilern. Und Paisley und ihr Bruder Dex sind auf einmal auf sich allein gestellt. Als wäre das nicht alles schon tragisch genug, gibt es da auch noch die dunkle Drachenhüterin, die ein Auge auf Paisley und ihrem Bruder geworfen hat, weil sie glaubt, da gibt es eine Vorsehung, die Paisley betrifft, und deswegen versucht sie, sie an sich zu binden. Ich glaube, soweit kann man erzählen, ohne zu viel zu spoilern. Es ist alles sehr jugendlich geschrieben, wirklich sehr magisch, es gibt tolle weitere Charaktere, aber wie gesagt, ich hätte mir diese ganze Welt und die Zusammenhänge, das Denken der Menschen von damals, alles etwas ausführlicher gewünscht, aber gut. Trotzdem bin ich sehr gespannt auf den nächsten Roman, weil selbstverständlich, es gibt einen krassen Cliffhanger. Und, jetzt will man einfach wissen, wie geht es weiter. Aber auf den nächsten Band muss ich wohl noch etwas warten. Dann habe ich ja den zweiten Band der Ronnefeld-Saga gelesen, Der Weg der Teehändlerin von Susanne Popp. Den ersten Band habe ich wirklich geliebt. Also ich habe den echt verschlungen. Ich liebe ja so historische Romane, und das sage ich auch fast in jedem Video, besonders wenn es Figuren gibt, die wirklich gelebt haben. Also die man auch wiedererkennen kann, wenn man ein bisschen belesen ist.
Das finde ich total super. Und was soll ich sagen? Bei mir im Teeschrank steht Ronnefeld-Tee. Also bei uns in Oldenburg gibt es einen kleinen Teeladen, da kann man Ronnefeld-Tee kaufen. Also die Figuren gibt es, die Familie hat es gegeben. Viele der Nebenfiguren haben auch so oder so ähnlich existiert, was die Autorin übrigens auch am Ende immer super aufklärt. Also es gibt immer ein Nachwort, das mega ausführlich ist, wo sie genau erzählt, die und die Person hat es gegeben, aber vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, das und das Gebäude stand vielleicht nicht an der Stelle, wo sie es hat stehen lassen, sondern vielleicht ein paar Straßen weiter. Das finde ich total gut, weil man verlässt sich ja irgendwie auf so eine Geschichte. Wenn da bekannte Personen drin vorkommen und es wird von ihnen erzählt, verlässt man sich ja auch drauf, dass das irgendwie so gewesen ist. Und sie erklärt im Anschluss ganz genau, was vielleicht hier und da ein bisschen anders ist und aus ihrer Fantasie entsprungen ist. Richtig wertvoll finde ich das. Ja, das erste Buch, wie gesagt, hat mich super überzeugt. Wir treffen ja hier auf Frederike Ronnefeld, die Frau von Tobias Ronnefeld, dem Teehändler, der im ersten Band ja eben das Teegeschäft in Frankfurt führt und sich auf eine große Reise begibt nach China, was zur damaligen Zeit, wir sprechen von 1800, schieß mich tot, wirklich eine große Herausforderung war. Und er war wirklich viele, viele Monate unterwegs und es war ja nie sicher, ob er überhaupt nach Hause kommt. Im ersten Band geht es wirklich sehr viel um Tee. Es geht um Frederike, die natürlich in Abwesenheit von ihrem Mann lernen muss, irgendwie das Teegeschäft weiter bei Stange zu halten. Natürlich haben sie einen Prokuristen, also einen Geschäftsführer, aber jemand muss ja auch die Teesorten erkennen, die Qualität erkennen und dem Prokuristen über die Schulter schauen sozusagen. Und das klappt wirklich richtig gut. Der Teeladen wird oft beschrieben, es wird oft erzählt, wie Tee aufgebrüht wird, wie er verfeinert wird und all solche Sachen. Das habe ich einfach geliebt. Ich fand es fantastisch. In diesem Buch geht es jetzt, naja, der Weg der Teehändlerin. Tobias Ronnefeld ist mittlerweile verstorben. Und wir erleben hier halt ihre vier Kinder, die nun erwachsen werden und ihren eigenen Weg gehen. Und hauptsächlich geht es halt um die Kinder. Jeder von denen hat natürlich so sein eigenes Schicksal, seine eigene Bürde zu tragen. Sie hat ja zwei Mädchen und zwei Jungen und im Klappentext steht auch: Minchen lockt das Schauspiel, das ist eine ihrer Töchter. Elise möchte Lehrerin werden. Wilhelm träumt davon, Künstler zu sein. Und Friederikes Hoffnung liegt auf Karl, dem Ältesten. Nach Abschluss seines Lehrjahrs in Hamburg soll er die Geschäfte übernehmen. Und wir begleiten in dem Buch quasi Karl nach Hamburg, wie er dort versucht, Fuß zu fassen, welche Steine ihm in den Weg gelegt werden, aber eben auch die anderen Kinder. Wie Wilhelm versucht, sich einem Künstler anzuschließen, wie Minchen sich unsterblich verliebt und deswegen aus Frankfurt gehen muss. Wobei ich dann wirklich Elises Geschichte noch am spannendsten finde. Sie entdeckt so ein bisschen die Frauenbewegung der damaligen Zeit. Sie erkennt die Unterdrückung der Frau, die es damals gibt, findet Schriften und Bücher, die davon handeln und saugt das quasi alles so aus und möchte irgendwie dafür einstehen. Und naja, dabei findet sie wirklich so ihren ganz eigenen Weg. Also ich will nicht sagen, dass das Buch nicht in Ordnung ist. Die Geschichte ist toll, ich mag die einzelnen Charaktere, ich mag die Geschichten, die um sie gewoben worden sind, richtig gerne, aber mir kam der Tee zu kurz. Natürlich gibt es hin und wieder dann einzelne Szenen aus dem Teeladen in Frankfurt. Mittlerweile wurde auch expandiert in andere Städte und auch da geht es immer mal wieder hin. Es trifft irgendwie schlechte Ware ein und es wird erklärt, woran man erkennt und so. Also das ist schon mal hin und wieder da, aber nicht in dem Ausmaß wie im ersten. Natürlich, die Geschichte muss weitererzählt werden und ich will natürlich nicht dasselbe lesen wie beim ersten und wenn es sich alles wiederholen würde, würde es ja auch keiner gut finden. Es ist vielleicht nicht ganz so einfach. Ich hatte mir einfach ein bisschen mehr davon versprochen. Und ich weiß auch, es gibt noch einen dritten Band. Ich glaube, das Erbe der Teehändlerin heißt das. Kann ich hinten jetzt nicht finden. Also wird es sehr wahrscheinlich dann um die Kinder gehen. Also ich denke um Karl, der das Ganze halt dann übernommen hat. Weil man ja auch schon am Ende im Epilog, der 50 Jahre später stattfindet quasi, so ein bisschen Einblick bekommt, wie sich die Familie so verändert hat bis dahin. Das macht natürlich schon neugierig, aber halt nicht so sehr, dass ich jetzt gleich weiterlesen möchte. Also das habe ich irgendwie nicht. Ich werde bestimmt irgendwann nochmal dazu greifen. Ich müsste es mir erstmal holen. Ich habe es nämlich noch gar nicht. Aber ich glaube erstmal nicht. Dann habe ich ein Buch von meiner Freundin ausgeliehen bekommen mit einer ganz klaren Leseempfehlung. Und es handelte sich hierbei um das Lied des Regenpfeifers von Tamara McKinley. Das ganze Buch spielt in Australien, wie unschwer zu erkennen ist hier an dem Coverbild. Das Buch hat mir auch echt gut gefallen. Das war wirklich eine mega interessante, mega stark verwobene Familiengeschichte, aber auch so eine von der Art, wo man so mitfiebern kann, mitdenken kann, miträtseln kann. Und das liebe ich so sehr. Es geht um Olivia.
Kurzer Einschub am Rande. Wieso heißen in so vielen Büchern die Frauen Olivia oder Sophie? Gibt es da irgendwie so eine Abmachung bei den Autoren? Ich finde das langsam grandios. Ich habe ja noch gar nicht so viel gelesen, aber wie viele von den Hauptprotagonistinnen Olivia oder Sophie heißen? Spannend. Kurz am Rande. Ja, es geht also um Olivia, die ursprünglich in Australien geboren worden ist, aber irgendwann mit ihrer Mutter nach England auswandert, obwohl eigentlich ihre Mutter stammt aus England, also sie zieht quasi mit ihrer Mutter zurück in deren Heimatland. Jetzt ist ihre Mutter verstorben und Olivia zieht es zurück nach Australien, weil sie im Nachlass ihrer Mutter ein paar Dinge gefunden hat, ein paar Dokumente, die Fragen aufbringen und sie hofft eben in Australien die Antwort zu finden. Begleitet wird sie von ihrem besten Freund, ihrem Jugend-Kindergartenfreund, den sie kennt, seitdem sie in England wohnt. Ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht, Gils, glaube ich, der natürlich irgendwie so ein bisschen heimlich verliebt in sie ist, aber einfach für sie ein treuer Wegbegleiter und bester Freund ist. Wir befinden uns in der Nachkriegszeit. Auch Gils hat einen Arm verloren im Krieg. Olivia hat lange Zeit als Krankenschwester gearbeitet, Kriegsverwundete gepflegt und versorgt. Und man bekommt so ein bisschen mit, was in England so im Krieg los gewesen ist. Aber wie gesagt, das Buch startet mit ihrer Ankunft in Australien. Natürlich trifft sie auf weitere Personen, die auch alle super Charaktere sind, schön ausgearbeitet. Manchmal hätte ich mir noch ein bisschen mehr Tiefgang gewünscht. Mir fehlt das irgendwie manchmal. Aber das Buch ist ja auch nicht mehr das jüngste, würde ich jetzt meinen. Es ist eben auch schon 20 Jahre alt. Die Gegensätze sind super, auf die Olivia trifft, von diesem modernen, zur damaligen Zeit hochmodernen London auf dieses Outback Australiens, wo es wirklich noch Bars gibt, wo Frauen keinen Einlass haben, wo man nichts dauerhaft von dem roten Staub, dem Sand in der Luft befreien kann und wo Wirbelstürme so toben, dass ganze Städte niedergerissen werden. Viele Nebenschauplätze, Randgeschichten sind super schön, wirklich auch mit viel Herz dabei, aber ihre eigene Suche nach ihrer Wahrheit ist natürlich wirklich fantastisch. Zu viel kann ich jetzt auch gar nicht mehr erzählen, sonst wäre alles ein Spoiler. Wer Interesse an Australien hat, am Outback und eine sehr interessante, verwobene Familiengeschichte erfahren möchte, der sollte sich das Buch mal anschauen. Dann gab es noch ein weiteres Hörbuch. Ich habe die kleine Patisserie in Paris gehört von Julie Kaplan. Ich habe ja auch schon im August den zweiten Band der Reihe gelesen. Das war ja dieser hier, die kleine Bäckerei in Brooklyn. Den dritten Band habe ich leider nicht hier, deswegen habe ich es als Hörbuch gehört und die Geschichte hat mir wieder so viel besser gefallen. Also die erste war ja schon total toll, das kleine Café in Kopenhagen. Die Bäckerei in Brooklyn hat so ein bisschen geschwächelt, irgendwie von allen Seiten. Es ging zu wenig um Essen. Irgendwie ist das ja so ein Ding. Es ging zu wenig um die Stadt New York und die Liebesgeschichte war komisch. Aber das habe ich dir ja alles schon erzählt. Jetzt ist das wirklich ganz anders wieder. Die kleine Patisserie in Paris, wunderbar. Man erlebt ganz viel von Paris am Anfang, so ein bisschen am Rande, weil die Hauptprotagonistin eben gar keine Zeit hat, sich die Stadt anzuschauen, sondern nur Tag und Nacht am Arbeiten ist, um schöne Gebäckkreationen zu kreieren. Und genau da liegt der Charme. Das ist so schön beschrieben. Es läuft mir jetzt quasi noch das Wasser im Mund zusammen, wenn ich mir vorstelle, was sie da alles geschaffen hat, welche Aromen verwoben worden sind und wie das Strahlen der Leute beschrieben wurde, die das erste Mal davon gekostet haben. Es war einfach herrlich. Die Liebesgeschichte ist so ein bisschen Enemy to Lovers, wenn man das so sagen kann. Es ist also der beste Freund ihres Bruders. Sie kennt ihn seit Kindheitstagen. Sie war schon immer ein bisschen verliebt, aber er anscheinend hat sie immer gehasst. Und jetzt hilft sie ihm, als er einen Patisserie-Kurs in Paris geben muss, in einem Gebäude, was er halt eben gekauft hat. Kurz zuvor hat er sich jedoch ein Bein gebrochen und war jetzt sehr gehandicapt und konnte halt diesen Kurs nicht so einfach geben. Und sie hatte etwas Zeit und sollte ihm zur Seite stehen. So die Idee von ihrem Bruder auf jeden Fall. Sie ist immer noch so ein bisschen verliebt in ihn, aber hauptsächlich verliebt sie sich, wie ich mich auch, in diese Patisserie. Ich konnte mir das alles so gut bildlich vorstellen. Es war einfach fantastisch. Die Nebencharaktere waren alle so zauberhaft. Also alle wirklich welche, die man in die Arme schließen konnte. Und so ist es ja auch Olivia gegangen.
gegangen in dem Buch. Also ich mochte das Buch wieder richtig gerne. So ein cozy Roman eben. Sowas zum Weglesen, wenn ich es jetzt gelesen hätte. Ich habe es ja halt eben gehört. Für zwischendurch, wo man auch nicht so ganz viel Ruhe um sich herum braucht, weil man einfach so in dem Buch schon versinken kann. Ich freue mich nun sehr auf das nächste Band. Das habe ich nämlich wieder in haptischer Form im Regal stehen. Das müsste jetzt, glaube ich, der kleine Teeladen in Tokio sein? Oder war es das Hotel auf Island? Ja, auf jeden Fall nichts mit Kuchen. Und das finde ich jetzt schon mal ganz gut. Wir waren ja im Café, wir waren in der Bäckerei, wir waren in der Patisserie. Ich freue mich jetzt auch mal auf was anderes. Deswegen, egal ob Teeladen oder Hotel, ich bin gespannt auf das nächste Buch. Ich mag die echt gerne. Das waren also alle 11 Bücher, die ich im August gelesen oder beziehungsweise gehört habe. Manche, wie gesagt, stammen von Bukopoli, manche von der August Traveler Tales Challenge. Manche sind einfach so dazu gekommen, weil ich noch Lust drauf hatte. Nur eins konnte ich leider nicht beenden. Ich wollte mich ja unbedingt an die Schattenjäger-Chroniken machen. Ich habe schon so viel jetzt davon gehört. Es ist ja auch eine recht alte Buchreihe, aber ich bin ja erst neu wieder mit dem Lesen angefangen. Damals habe ich davon irgendwie gar nichts gehört. Ja, und ich habe mir die ersten 3 Bände geholt. Das sind ja die Clockwork Angel, Princess und Prince. Clockwork Angel, Prince und Princess in der Reihenfolge. Dann klingt es auch irgendwie besser. Von Cassandra Clare. Es ist ja so ein ganzes Universum der Schattenjäger, der Schattenwelt und es gibt zahlreiche Bände, ich glaube 4 insgesamt, die sich alle um diese Welt drehen und ich wollte da gerne einsteigen und bin mit dem ersten Buch auch gestartet, aber ich habe es leider im August nicht beenden können. Es fehlt gar nicht mehr so viel, es sind jetzt glaube ich noch 130 Seiten, aber ich will das auch nicht so weglesen, was am Ende jetzt echt schwierig ist, weil das Ende mega spannend ist. Aber die ganze Welt muss ja erstmal auch erzählt werden. Man muss ja erstmal reinkommen. Es gibt viele Charaktere, auf die ich dann in mehreren Büchern wieder stoßen werde. Und ich will sie jetzt auch verstehen, die Zusammenhänge verstehen. Und deswegen mag ich mir da ein bisschen Zeit mitlassen. Wie gesagt, es ist gerade nicht so einfach, weil am Ende passiert jetzt, wie so oftmals, mega viel. Und ich bin total neugierig. Aber ja, das Buch wandert nun also mitten in September. Aber ich denke mal, ich werde es in den ersten Tagen dann auch beenden können. Aber ich kann jetzt schon sagen, dass die Reihe super interessant ist. Eine ganz ausgeklüselte eigene Welt. Und eigentlich sind wir mitten in London. Ich finde das mega spannend. Und ich denke, ich werde nach und nach bestimmt die anderen Bände auch lesen. Aber dazu erzähle ich dir dann mehr im Lesemonat September. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn du mehr über meine Leseleidenschaft erfahren möchtest, wenn dich interessiert, welche Bücher ich zurzeit lese und wie meine Bewertungen aussehen, noch bevor ich dieses Video hier hochlade, schau doch einfach mal bei Instagram vorbei oder bei der App Rido. Dort heiße ich überall gleich Himbeere liest. Dann weißt du auch immer ganz genau, was ich gerade aktuell lese. Ich freue mich über ein Abo und über einen Daumen nach oben. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.